Hallo ihr Lieben, zu meinem neuen kurzen Video hier. Ich bin einmal ganz schnell und spontan nach Rossmann, dann habe ich hier total schöne Sachen entdeckt von Isana. Natürlich, Isana immer wieder überwältigt mich, indem sie total coole Produkte wirklich rausbringt. Die sind, und da konnte ich auch nicht vorbeigehen, einfach so. Ja, dann konnte ich natürlich nicht da vorbeigehen. Dann habe ich hier noch vor der Kasse mich an den schönen Tassen hingestellt. Dann habe ich ein paar schöne, coole Tassen entdeckt. Ja, muss ich demnächst einfach meine Tochter mitnehmen und sie wird sich bestimmt da eine aussuchen. Besonders die unten da, die grünen Brotdosen und Becher für die Schule. Ich hatte jetzt diesen Catrice-Stift mitgenommen für Augenbrauen. Ich suche hier nach einem grauen, finde ich aber nicht mehr irgendwo. Nirgends in einem Geschäft, deswegen habe ich jetzt den in Dark genommen. Mal gucken, was für das eine wird. Dann habe ich für Anna natürlich, sie ist 9 Monate geworden, da hole ich immer eine Kleinigkeit. Dann habe ich hier 3 wunderschöne Rasselwürfel entdeckt und die habe ich auch direkt mitgenommen. Dann waren wir kurz noch beim Kaufland. Dann hat mein Mann sein Bier geholt und Wasser gewechselt. Dann habe ich noch hier für kurze Zeit so ein Pistazienlikör entdeckt. Natürlich habe ich den mitgenommen zu probieren. Dann habe ich hier nochmal einen Kindersaft, Apfelsaft mitgenommen für die Kinder. Ja, hat 5 Vitamine. Naja, ob es wirklich stimmt, weiß ich nicht. Der war lecker, den habe ich mitgenommen. Salz mitgenommen, dann waren wir bei der Theke und dann haben wir mal luftgetrockneten Schinken mitgenommen und Krakauer, polnische Krakauer Wurst mitgenommen. Natürlich die Einlegegurken, die dürfen gar nicht fehlen, das ist ja, wir lieben das über alles und ich zeige euch ins nächste Video, wie ich das selber mache. Natürlich Milka Nutella, das haben wir auch noch nicht probiert, haben wir jetzt gesehen und direkt auch eine mitgenommen, die war ein Angebot. Ja, zwischendurch natürlich Krakauer Wurst probieren, die ist ja so lecker. Ja, und den Schinken, den zeige ich euch gerade auch. Also den haben wir auch erstmal richtig probiert an der Theke. Ja, einmal einfach total leckeren Schinken, den muss ich euch zeigen. Kartoffelmehl habe ich für meine Nägel mitgenommen. Ja, da habe ich ein cooles Video entdeckt im TikTok, das zeige ich euch in einem anderen Video. Frischkäse und Milch mitgenommen, dann habe ich für Anna diese kleinen gefüllten Taschen mit Hackfleisch genommen, genau für die Suppe und dann habe ich auch ein Gel genommen, auch im Kaufland. Normal ist ja auch im Rossmann, aber Rossmann hatte ich jetzt nicht gefunden, die hatten nichts da. Ja, das war's zu meinem kleinen Video.